Zeit und Ewigkeit. Schöpfungsmorgen. Zwischen Nacht und Tag. Die Gipfel 5000 Meter hoher Berge über dem Wolkenmeer. Unter Eis und Schnee ewiges Feuer. Ecuador. Der 33-jährige Alexander von Humboldt war auf dem Weg zum Höhepunkt seiner großen Reise durch Südamerika. Und er sah solche Bilder. Am 23. Juni 1802 notiert er in seinem Tagebuch: Heute nahmen wir den Chimborazo in Angriff. Er galt zu dieser Zeit als der höchste Berg der Welt. Der Himalaya war noch nicht entdeckt. Freude Humboldt gehabt hätte, vor 190 Jahren hier am Gipfel des Chimborazo zu stehen, das wäre vermutlich unbeschreiblich. Ich hätte ihm ein besseres Wetter, weniger Sturm gewünscht wie wir, aber beim besten Willen vor 190 Jahren hätte niemand auf den Chimborazo steigen können, auch nicht beim besten Wetter. Über San Francisco de Quito bricht der Abend herein. Die Hauptstadt Ecuadors, älteste Metropole Südamerikas, spannt sich wie ein Netz über ein enges Hochtal in 3000 Metern Höhe, umgeben von Vulkanen. Das Flugzeug, das über die Stadt hereinschwebt, kommt aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Flugzeit etwa 1,5 Stunden. Als Alexander von Humboldt am 6. Januar 1802 ebenfalls von Bogotá kommend Quito erreicht, hat er eine lange und gefährliche Reise hinter sich. Nachdem wir 2 Monate hindurch Tag und Nacht von Regengüssen durchnässt worden waren und bei der Stadt Ibarra beinahe ertranken, weil plötzlich bei einem Erdbeben das Wasser stieg, kamen wir in Quito an. Das alte koloniale Quito hat sich seit der Zeit Humboldts nicht viel verändert. Die Stadt war mehrfach großen Erdbeben ausgesetzt, zuletzt noch vor Humboldts Ankunft 1797. Der Naturforscher Alexander von Humboldt, geboren 1769, war eine Ausnahmeerscheinung. Das Bild zeigt ihn im Alter von 35 Jahren. In der Urwaldhütte am Orinoco, hier mit seinem Gefährten Bonpland, war er genauso zu Hause wie in den Hochtälern der Anden. Dieses Porträt entstand kurz vor seinem Tod im Alter von 90 Jahren. Er wollte, dass der Chimborazo auf das Bild kam. Offenbar überstrahlte der Berg wie ein magisches Feuer sein ganzes Leben. Humboldt ist ein sensibler und kritischer Beobachter der politischen Verhältnisse. Die Unterdrückung der indianischen Urbevölkerung seit der Eroberung Lateinamerikas durch die Spanier im Jahre 1492 nimmt er genau wahr. In seinen Reisetagebüchern und Schriften kommt er immer wieder darauf zu sprechen. Während wir in Quito die Spur Alexander von Humboldts aufnehmen, ist gerade der große Indianermarsch aus verschiedenen Teilen des Landes angekommen. Er will die Regierung an die Rechte der Ureinwohner erinnern. Humboldt wird in der Frage der Menschenrechte heute in Lateinamerika neu entdeckt. Er romantisiert die Indianer nicht, macht sie nicht zu guten Wilden. Vielmehr forscht er nach den Wurzeln ihrer Kulturen und fordert, dass sie unangetastet bleiben. Damit hat er eine neue Sicht der Geschichte Amerikas begründet. Er hat weit in die Zukunft hineingedacht und dabei gleichzeitig ein deutliches Urteil über die europäische Vergangenheit in Lateinamerika gesprochen. Mond- und Venusberge. Wann werden wir diese Reise unternehmen? Unsere Kultur, das heißt das Gemisch unserer Laster und Vorurteile über andere Planeten verbreiten und sie veröden, wie Europäer beide Indien entvölkert und verheert haben. Von Indianerhand an die Wand der Kathedrale gesprüht. 500 Jahre Widerstand. So fühlen wir uns heute. Steht unter diesem Skelett.
Humboldt bleibt ein halbes Jahr in Quito. Er beobachtet aufmerksam das Leben auf den Plätzen und Straßen, macht sich Notizen, die auch heute noch nicht veraltet sind. Von der Jesuitenkirche, der Compania, schaut Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, herab. Die Fassade kommt bei Humboldt nicht gut weg. Die geschraubten Säulen, typisch für den Mestizenbarock, empfindet er als verunstaltet. Über die Jesuiten schreibt er in seinen Notizen zu Quito: Man hat viel über die Jesuiten geschrieben. Zweifellos ist es verführerisch, wenn Menschen, die die Gewissen regieren, gleichzeitig die reichsten und mächtigsten sind. Sie haben ihre Macht missbraucht, aber sie haben auch einen wohltätigen Einfluss gehabt auf Gewerbe, Handwerk, Architektur und besonders auf die Erziehung. Der Hass der Indios fiel nicht auf den einzelnen Priester, der arm und unschuldig war, sondern auf die Jesuiten im Allgemeinen. Trotz aller Betriebsamkeit, Quito ist stiller als die anderen lautlärmenden Großstädte Lateinamerikas. Sieht man einmal von den Autos ab, so erlaubt die Stadt auch heute noch Blicke, wie sie schon Humboldt tun konnte. Ecuador ist das spanische Wort für Äquator. Grenzen hat das Land zu Peru und Kolumbien. Die Humboldt-Reiseroute führte von Quito aus, unter anderem auf den Vulkan Pichincha, von dort aus zum Vulkan Cotopaxi und über Riobamba auf den Chimborazo. Inca Pirca war der Endpunkt der äquatorianischen Route. Reinhold Messner, begleitet von Herbert Hensler und Michael Albus, folgt den Spuren Humboldts durch Ecuador. Uns hatten vor allem seine spektakulären Versuche fasziniert, die höchsten Berge zu besteigen. Am Vulkan Pichincha, benannt nach der gefiederten Schlangengottheit Pichan, aus der Mythologie der Kara-Indianer, rund 4900 Meter hoch über Quito gelegen, beginnt Humboldt sich zu akklimatisieren. Das Gebirgsmassiv ist viel mühseliger, als höhere Berge zu erklimmen. Ich marschierte von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags. Der Nebel hüllte mich ein, der Wind verwehte meine Rufe. Dem tätigen Vulkan, dessen mehrere hundert Meter tiefer Krater sich hinter einer Wand aus Wolken verbirgt, entströmt penetranter, fauliger Schwefelgeruch. Beim ersten Versuch, den Pichincha zu besteigen, wird Humboldt ohnmächtig. Eine tiefe Beklemmung erfasst ihn. Man glaubt sich in eine zerstörte Welt versetzt, in der jede Hoffnung verloren ist. Nichts auf der Erde hat mir je einen tieferen und zugleich so verstörenden Eindruck hinterlassen. Zweimal ist Humboldt am Pichincha. Der Berg zieht ihn an. Die Bewohner Quitos fürchteten den Vulkan, der sie immer wieder mit Feuer und Schwefel überfiel. Am Tag nach Humboldts Rückkehr vom Berg erschüttert ein Erdbeben die Stadt. Die Indianer verdächtigen ihn, er habe Zauberpulver in den Krater geschüttet und damit die bösen Geister geweckt. Humboldt nutzt die Zeit in Quito nicht nur zur Akklimatisierung, sondern auch zur gründlichen Erforschung der Umgebung. Von Quito aus zog er auch nach Mulalo, zu Stierkampffesten, wie er schreibt. Mulalo heute, ein verschlafenes Nest. 100 Jahre Einsamkeit. Thank you.
Von Mulalo aus sucht Humboldt auch einen Zugang zum 6000 Meter hohen Vulkan Cotopaxi. Die Gegend um Mulalo, eine von Vulkantrümmern übersäte Ebene. Mittendrin der große Stein des Apostels, der zum Auswurf des Cotopaxi gehört. Humboldt nennt ihn einen Ort alter indianischer Sagen und Mythen. An diesem Morgen verhüllt der Cotopaxi sein Haupt in Wolken. Über weite, stufenartig angelegte Hochflächen hinauf steigt Humboldt mit seinen Begleitern. Etwas von der Gewalt und der Schönheit dieses Berges kommt in den beiden möglichen Übersetzungen seines Namens aus Indianerdialekten zum Ausdruck. Feuerschlund nannten ihn die einen, süßer Hals der Sonne die anderen. Beim Aufstieg weitet sich der Blick über die ausgedehnten Hochflächen des Páramo von Panzache. Über einem Wolkenstreif erscheint das ferne Ziel, noch ca. 80 Kilometer Luftlinie entfernt, der Chimborazo. Genau vor 190 Jahren ist Alexander von Humboldt von Mulalo heraufgestiegen Richtung Cotopaxi. Er hat dabei den bestmöglichen Weg von der Südwestseite gewählt. Und nach der Beschreibung dürfte er auch genau hier durchgekommen sein, denn er hat nach meinem Dafürhalten den höchsten Felskeil angepeilt, der zwischen den Gletschern hinaufragt Richtung Gipfel. Er beschreibt auch, dass er das Haupt des Inka rechter Hand aus der Nähe gesehen hat. Allerdings erscheint es mir unwahrscheinlich, dass er es an einem Tag geschafft hat, von Mulalo bis auf 4400 Meter zu kommen. Er hat auch die Distanz in seinem Bericht unterschätzt. Er schreibt von 3 Meilen. In Wirklichkeit sind es sicherlich 6 bis 7 Meilen. Und er hat vermutlich, so wie wir, ein Lager dazwischen gelegt. Humboldt erreicht den Gipfel des Cotopaxi nicht. In 4.500 Metern Höhe muss er umkehren. Bald danach bricht er zum Chimborazo auf. Der endlosen Kette der Berge gibt Humboldt den Namen Straße der Vulkane. Sie zieht sich vom Norden bis in den Süden Ecuadors. Neben dem Forscherblick auf die überwältigende Schönheit der Natur verliert Humboldt niemals die Aufmerksamkeit für die Menschen dieses Landes. Sie sind Sklaven, ohne Freiheit, ohne Eigentum, ohne eigenes Werkzeug. Der Indio arbeitet 12 Stunden täglich. Am Jahresende steht er weiter in der Schuld seines Herrn. Man peitscht ihn sogar ins Gesicht, tut Urin mit Salz in die Wunden. In Salaron, in einem der Täler um den Chimborazo. Die Einheimischen bleiben unter sich. Doch sie sind nicht die Ureinwohner dieses Landes.
Ihre Vorfahren lebten vor über 500 Jahren noch im heißen Süden, im Tiefland des Amazonas. Als die Inkas im 15. Jahrhundert das Königreich Quito, das heutige Ecuador, eroberten und es zur Nordprovinz ihres großen Reiches machten, betrieben sie zur Sicherung der Grenzen eine brutale Umsiedlungspolitik. Die Indianer aus dem Urwald wurden in die Kälte und den Schnee verschleppt, die Bewohner des Hochlandes aber mussten im fieberheißen Dschungel vegetieren. Die Methode ist nicht neu. Die Inkas versuchten mit aller Macht, die eroberten Gebiete zu befestigen. Sie errichteten Verwaltungszentren. Den Unterworfenen wurde die Inka-Sprache, das Quechua, aufgezwungen. Ebenso die Religion. Die Menschen mussten Abgaben aus der Landwirtschaft entrichten. Aber die Herrschaft der Inka in Ecuador dauerte nicht lange. Ab 1532 kamen die Spanier ins Land. Neue Herren, grausam wie die alten zuvor. Über der Stadt Riobamba erhebt sich der 6310 Meter hohe Chimborazo, einem Zauberberg gleich. In der Indianersprache schöne Dame des Schnees. Humboldt steht ganz im Bann des mythischen Riesen. Bevor wir der alten Humboldt-Route folgen konnten, mussten wir sie erst einmal rekonstruieren. Im Laufe der Zeit war sie in Vergessenheit geraten. Mit Hilfe von Luftbild und Karte sowie Humboldts Expeditionsbericht macht sich Reinhold Messner auf eine dreitägige Suche, begleitet von Marco Cruz, Bergführer am Chimborazo seit seinem 16. Lebensjahr. Es ist ein dauerndes Hin und Her. Und nicht selten müssen wir umkehren, weil die Straßen zu Ende sind. Wir fragen Einheimische nach dem Weg und bekommen oft ungenaue Auskünfte. Auch die Karte stimmt nicht immer. Viele Orte und Punkte haben denselben Namen. Das schafft zuweilen Verwirrung. Aber wir kommen langsam Stück für Stück voran. Wenn es regnet, verwandeln sich die Lehmwege in wenigen Minuten in gefährliche Rutschbahnen. Und ebenso schnell trocknen sie wieder. Manchmal warten wir während unserer Suche lange im Nebel, werden von Wolken eingehüllt. Plötzliche Gewitter mit gewaltigen Regengüssen überfallen uns. Von solchen Erfahrungen und Erlebnissen berichtet auch Alexander von Humboldt immer wieder. Schließlich erreichen wir einen Punkt, der uns einen verlässlichen Einblick ermöglicht. Von der Richtung her ist es genau Süd-Südwesten, wo wir jetzt auf den Berg hinaufgingen. Also nach seiner Beschreibung ist er genau diese Route gegangen. Ja. Es ist sicherlich, dass er nach meiner Ansicht, dass er nicht auf der Wimperroute war, weil dort die Lokalitäten bis dorthin und die Baramos nicht stimmen. Aber außerdem wäre es auch nicht von der Richtung her. Nein, es wäre dann die Südwestseite, also das wäre falsch. Er könnte sich allerdings in der Richtung auch vertan haben, aber das glaube ich weniger, weil er doch ein guter Geograf war. Er hat Süd-Südost angegeben, ne? Süd-Südost, und das wäre genau von hier zum Gipfel wäre Süd-Südost. Das müssten wir nur von hier, und das ist das Schwierigste, den richtigen Grat finden, der zum Gipfel weist und der auch diese paar markanten Punkte noch aufweist, wie diese Basaltfelsen, die ihm die Richtung gegeben haben und dann natürlich auch den Umkehrpunkt. Das heißt, und diese wo die Schlucht ist, wo umgekehrt ist. Wir sind sogar... Ah ja, man sieht ein bisschen, aber nicht genug. Ja, vielleicht ist ein bisschen auf die Mitte auf die Wimpertor. Und ich vermute auch, es muss eine Route sein, wo er von unten ohne viel Spalten und ohne viel Serax vermutet hat, dass er hochkäme. Ja. Über diesen Teil wäre er nie hochgekommen, weil es ist alles Spalten und Serax. So viel hätte er schon gesehen, dass das nicht geht. Die weiten Täler zwischen Riobamba und dem Chimborazo wurden einst durch große Seen in mehreren Stufen gebildet.
Von hier aus konnten wir die ganze Strecke überblicken. Auch der Erstbesteiger des Chimborazo von 1880, der Engländer Edward Whymper, der 1865 schon als erster das Matterhorn bestiegen hatte, konnte die alte Humboldt-Route nicht finden. Wir fanden sie und kehrten nun nach Calpi zurück, um von dort aus Humboldts Chimborazo-Weg in einem Zug nachzugehen. Am 22. Juni 1802 reiten Humboldt und seine Gefährten in Calpi ein. Sie werden feierlich empfangen. Triumphbögen schmücken die Straße. Die neue Kirche von Calpi. Rechts vorm Hauptportal eine Gedenktafel aus Marmor. Viele berühmte Personen besuchen die Pfarrei Santiago de Calpi in den 2 Jahrhunderten nach Humboldt. Der nächste Gast nach ihm, der Befreier Lateinamerikas, Simon Bolívar. Das große Erdbeben von 1797 hatte auch Calpi zerstört. Die alte Kirche wurde danach nie wieder richtig instand gesetzt. Sie zerfällt. Es ist der 23. Juni 1802. Humboldt und seine Begleiter reiten von Calpi aus in Richtung Chimborazo. Das Wetter an diesem Tag war für die Reisenden nicht so freundlich wie für uns. Der Tag war düster und neblig. Wir sahen den Gipfel nur gelegentlich. In der Nacht zuvor hatte es gründlich geschneit. Auf 4050 Meter liegt die kleine Lagune von Yanacocha, ein kreisrundes Becken. Hier stieg ich vom Maultier und wir marschierten 4,5 Stunden im Schnee. Die Indios blieben auf nahezu 5000 Metern schließlich auch zurück. Sie versicherten, vor Atemnot sterben zu müssen. Der Chimborazo und der rauchende Kegel des Cotopaxi bestimmen Humboldts berühmtes Naturgemälde. Das Bild ist der Wirklichkeit nachempfunden und diente naturwissenschaftlichen Zwecken. Humboldt hat hier die Klimazonen und die Vegetation im Gebiet des Chimborazo dargestellt. Eine großartige Zusammenschau der verschiedensten Naturphänomene. Wir werden auf den Spuren von Humboldt uns dem Chimborazo nähern. Mich interessiert weniger der Naturwissenschaftler, der alles genau vermessen hat und aufgezeichnet hat und katalogisiert hat, sondern auch der Abenteurer, der versucht hat, den Chimborazo zu besteigen, immerhin ein 6300 Meter hoher Berg. Und auf dieser Reise möchte ich nachvollziehen, wo genau die Humboldt-Gruppe gestiegen ist, wie hoch genau sie gekommen ist. Es wäre eine bergsteigerische Sensation und als solches wurde sie auch gewertet, als Humboldt 1802 bereits in Gipfelnähe des Chimborazo kam. Am Chimborazo, glaube ich, gleichen sich unsere Motivationen. Am Chimborazo war Humboldt nicht mehr ein Forscher, sondern ein neugieriger Abenteurer. Er hat die Instrumente zwar zum Teil mitgenommen, aber er hat seine Forschungsaufgabe fast vergessen und wurde ein ehrgeiziger junger Bub, der da hinaufsteigen wollte, der die höchste Höhe erreichen wollte. Ähnlich wie wir es auch machen. Das dürfte die Umkehrstelle von Humboldt sein. Oder es ist noch ein bisschen tiefer. Ganz eindeutig eine Art Schlucht
zwischen zwei Graten. Auf der anderen Seite geht der Grat dann weiter. Hier wäre Humboldt mit seinen bergsteigerischen Fähigkeiten unmöglich weitergekommen, auch mit seiner Ausrüstung, die er damals hatte. Es ist schon bewundernswert, dass ein Mann mit einer kleinen Gruppe an einem Tag von Calpi aufsteigt bis auf etwa 5500 Meter Meereshöhe. Das sind 1500 Meter Höhenunterschied bei diesem geringen Sauerstoffpartialdruck. Natürlich haben die Männer ein Stück weit die Pferde benutzen können, aber trotzdem ist es ein hartes Stück Arbeit. Wir haben heute alle ganz gut geschnauft, um hierher zu kommen. Und ich bin jetzt nicht nur zufrieden, sondern recht ruhig, weil ich festgestellt habe, wie Humboldt damals gestiegen ist, wie weit er gekommen ist. Und so ist diese bergsteigerische Leistung von 1802 erst richtig einzustufen. Er hat den idealen Weg genommen, wenn man es von Calpe aus sieht, von Süd-Süd-Ost. Der einzig brauchbare Weg, den auch ich heute wählen würde, wenn ich völlig naiv, das heißt unbelastet, ohne Führen, die es schon in den Beschreibungen gäbe, mich diesem Berg nähern würde. Auch wir kehren um, steigen ab und heben uns den Gipfel für später auf. Kurz danach eine unverhoffte Begegnung in der großen Einsamkeit. Eine Herde von Eseln kommt die steilen Grate und Hänge herab. Sie haben es eilig. Nicht nur, weil sie an diesem Tag noch einen Weg von rund 40 Kilometern zurücklegen müssen, sondern auch, weil sie eine außergewöhnliche Last tragen, die schnell dahinschmilzt. Also die Geschichte mit diesen Eseln ist für die Humboldt-Geschichte von großem Interesse. Denn Humboldt schreibt, er sei von Calpe aus einen Weg gegangen, den ihm auch die Einheimischen empfohlen haben. Das heißt, er ausgetreten war. Und das war vermutlich, das erwähnt Humboldt allerdings nicht, der Weg, auf dem seit Jahrhunderten, schon in vorkolumbianischer Zeit, das Eis aus dem Chimborazo geholt wurde. Das ist etwas Heiliges, würde ich sagen. Das wird heute noch geholt und unten in Riobamba verkauft. Es ist ja ein Anachronismus, dass man 1992 Eis vom Gletscher holt, vom Toteisgletscher ausgräbt, auf Esel verlädt, in Gras eingepackt. Die Hälfte geht auf den Weg, tropfend verloren, wenn man das Eis viel billiger herstellen könnte. Aber dieses Eis hier ist viel wertvoller, weil es eben ein Teil des Berges ist, ein Teil des Heiligtums Chimborazo ist, auch heute noch für die Christen. Und das wächst ja nach, das ist nicht verloren, wenn man es einmal abgeholt hat, anders wäre es mit Fels, mit Steinen. Und das wird zweimal in der Woche heute noch geholt. Und ich bin überzeugt davon, Humboldt ging diese Straße bis an den Fuß des Berges hoch, hat allerdings nicht das Glück gehabt wie wir, die Eisholer-Esel zu treffen. Vom Chimborazo aus wendet sich Humboldt weiter in südliche Richtung. Der Weg führt auf über 4000 Meter hohe, öde Hochflächen bis hinab ins Gebiet um das Städtchen Guasuntos. Hier betritt er den Boden der klassischen peruanischen Architektur. Die Reisegruppe zieht entlang des alten Inka-Weges. Auf dieser Straße konnten Stafettenläufer Botschaften aus dem Süden, aus Cusco bis nach Quito über eine Entfernung von rund 2000 Kilometern in wenigen Tagen übermitteln. Man ist voller Staunen über diesen ausgedehnten Straßenbau in einem Reich, dessen Bewohner nicht einmal das Lama bestiegen und wo die großen Herren sich in Sänften tragen ließen. Es hat diese Straße wirklich gegeben. Wir sind ihren Resten bis nach Cajamarca gefolgt. Sie ist die Heerstraße des Inka gewesen. Über sie kam und ging er. Die Überlieferung berichtet von Inka-Burgen und Herbergen in bestimmten Abständen. In über 4200 Metern Höhe führt dieser Teil der Inka-Straße über den Paramo von Azuay. Eine ziemlich düstere Gegend, sumpfige Böden, einsam, fast menschenleer, von Wind und Wolken zerzaust. Wir kamen selbst nur mit Mühe voran. Von hier aus geht es rund 1000 Meter hinab nach Inca Pirca, der am besten erhaltenen Ruinenstadt der Inkas in Ecuador.
Inka Pirca, zu Deutsch Mauer des Inka, hat Humboldt intensiv beschäftigt. Er hat den Bau vermessen und gezeichnet. Jahre bevor die Spanier kamen, wurde Inka Pirca als Kultzentrum errichtet. Die Felder für die Opferfrüchte, die Magazine, die alten Steinmühlen geben Zeugnis davon. 1968 begann man hier mit Ausgrabungen. Aber nicht erst die Inkas bauten an diesem Platz. 2000 Jahre zuvor gab es hier schon ein Mondheiligtum der Cañari-Kultur. Mit Opferstein, Säulen und ausgemauerten Vorratsgruben. Priester zelebrierten hier ihre geheimnisvollen Riten. Diesen alten Cañari-Kult löste der Sonnenkult der Inkas ab. Auch eine Eroberung durch fremde Herren, noch vor den Spaniern, die dann das Gold der Inkas raubten. Vom Wohnhaus der 17 Sonnenjungfrauen geht der Weg an mörtellos haargenau verfugten Steinblöcken entlang, hinauf zum Haus des Inka. Die Festung ist ein umfängliches Oval aus großen Quadern, im Innern mit Erde aufgefüllt. Eine Treppe führt auf das Plateau des Ovals, aus dem sich malerisch das Haus des Inka erhebt. Von der Hochfläche des Bauwerks geht ein faszinierender Blick auf das gesamte Areal und auf die Landschaft in der Umgebung. Inka Pirca liegt 3200 Meter hoch. Das Haus des Inka, seine Wohnung und der Ort der Verehrung der allmächtigen Sonne. Von hier aus zog Humboldt dann weiter in Richtung Peru, über Cajamarca nach Lima. Wir verließen in Inka Pirca die Humboldt-Route und kehrten zum Chimborazo zurück. Mitternacht. In einer Höhe von 5000 Metern brechen wir auf. Was Humboldt nicht gelang, wollen wir erreichen. Den Gipfel des Chimborazo. In unserem Rücken zieht mit großer Geschwindigkeit ein Sturm herauf, der sich allmählich und dann immer schneller zum Orkan auswächst. Nicht nur das schwere Atmen, sondern auch die Gewalt der Natur gebieten in einer solchen Nacht Schweigen.
Tagesanbruch klart es für kurze Zeit auf. Wir sind hoch über den Wolken, gehen in die gleißende Sonne hinein. Die Luft ist eisig kalt. Nicht sehr lange, bis uns eine neue, heftigere Welle des Sturms überfällt und den Himmel wieder verdunkelt. Auf der Gipfelschneide hat uns der Sturm dann endgültig eingeholt. Jetzt erfasst er uns mit voller Wucht. Wir sind am Ziel. 1500 Meter Aufstieg in 7 Stunden haben wir hinter uns. Der Nacht löst sich und weicht einem starken Glücksgefühl. Aber wir können nur wenige Minuten bleiben. Der Orkan tobt fürchterlich. Er brüllt unsere Stimmen nieder. Wir können die eigenen Worte nicht mehr hören. Nur langsam lässt der Sturm nach. Es dauert einige Zeit, dann flaut er spürbar ab. Erschöpft, aber zufrieden beginnen wir den Abstieg. Dankbar für dieses Erlebnis. Die Wolkendecke reißt auf und gibt die Blicke frei. Unter bunten Bändern, Symbol für die Sonne, feiern die Bewohner von Totorillas, dem letzten Dorf am Fuße des Chimborazo, mit uns ein Abschiedsfest. Humboldt hat in Calpi 1802 schon Ähnliches erlebt. Er notiert: Die Indios feiern niemals ein Fest, ohne den Teufel darzustellen und folgen dabei keineswegs christlichen, sondern ihren eigenen, sehr ortsgebundenen Ideen. Einsamkeit von Totorillas, dem Dorf aus Strohhütten, vergessen die Bewohner für ein paar Stunden die raue und mühselige Alltagswirklichkeit. Masken und Tanz verhüllen die dunkle Welt der Dämonen und beschwören sie zugleich. Faszination und Schrecken in einem. Rätselhaft und fremd empfand auch Alexander von Humboldt diese Welt. Das, was unerreichbar scheint, hat eine geheimnisvolle Ziehkraft. Man will, dass alles erspäht, dass wenigstens versucht werde, was nicht errungen werden kann. Thank you.
Das dürfte die Umkehrstelle von Humboldt sein. Oder es ist noch ein bisschen tiefer. Ganz eindeutig eine Art Schlucht zwischen zwei Graten. Auf der anderen Seite geht der Grat dann weiter. Hier wäre Humboldt mit seinen bergsteigerischen Fähigkeiten unmöglich weitergekommen, auch mit seiner Ausrüstung, die er damals hatte. Es ist schon bewundernswert, dass ein Mann mit einer kleinen Gruppe an einem Tag von Calpi aufsteigt bis auf etwa 5500 Meter Meereshöhe, das sind 1500 Meter Höhenunterschied, bei diesem geringen Sauerstoff-Partialdruck. Natürlich haben die Männer ein Stück weit die Pferde benutzen können, aber trotzdem ist es ein hartes Stück Arbeit. Wir haben heute alle ganz gut geschnauft, um hierher zu kommen. Und ich bin jetzt nicht nur zufrieden, sondern recht ruhig, weil ich festgestellt habe, wie Humboldt damals gestiegen ist, wie weit er gekommen ist. Und so ist diese bergsteigerische Leistung von 1802 erst richtig einzustufen. Er hat den idealen Weg genommen, wenn man es von Calpe aus sieht, von Süd-Süd-Ost. Der einzig brauchbare Weg, den auch ich heute wählen würde, wenn ich völlig naiv, das heißt unbelastet, ohne Führen, die es schon in den Beschreibungen gäbe, mich diesem Berg nähern würde. Auch wir kehren um, steigen ab und heben uns den Gipfel für später auf. Kurz danach eine unverhoffte Begegnung in der großen Einsamkeit. Eine Herde von Eseln kommt die steilen Grate und Hänge herab. Sie haben es eilig. Nicht nur, weil sie an diesem Tag noch einen Weg von rund 40 Kilometern zurücklegen müssen, sondern auch, weil sie eine außergewöhnliche Last tragen, die schnell dahinschmilzt. Also die Geschichte mit diesen Eseln ist für die Humboldt-Geschichte von großem Interesse. Denn Humboldt schreibt, er sei von Calpe aus einen Weg gegangen, den ihm auch die Einheimischen empfohlen haben. Das heißt, er ausgetreten war. Und das war vermutlich, das erwähnt Humboldt allerdings nicht, der Weg, auf dem seit Jahrhunderten, schon in vorkolumbianischer Zeit, das Eis aus dem Chimborazo geholt wurde. Und das ist etwas Heiliges, würde ich sagen. Das wird heute noch geholt und unten in Riobamba verkauft. Es ist ja ein Anachronismus, dass man 1992 Eis vom Gletscher holt, vom Toteisgletscher ausgräbt, auf Esel verlädt, in Gras eingepackt. Die Hälfte geht auf den Weg, tropfend verloren, wenn man das Eis viel billiger herstellen könnte. Aber dieses Eis hier ist viel wertvoller, weil es eben ein Teil des Berges ist, ein Teil des Heiligtums Chimborazo ist, auch heute noch für die Christen. Und das wächst ja nach, das ist nicht verloren, wenn man es einmal abgeholt hat. Anders wäre es mit Fels, mit Steinen. Und das wird zweimal in der Woche sein. Oder es ist noch ein bisschen tiefer. Ganz eindeutig eine Art Schlucht zwischen zwei Graten. Auf der anderen Seite geht der Grat dann weiter. Hier wäre Humboldt mit seinen bergsteigerischen Fähigkeiten unmöglich weitergekommen, auch mit seiner Ausrüstung, die er damals hatte. Es ist schon bewundernswert, dass ein Mann mit einer kleinen Gruppe an einem Tag von Calpe aufsteigt bis auf etwa 5500 Meter Meereshöhe, das sind 1500 Meter Höhenunterschied, bei diesem geringen Sauerstoff-Partialdruck. Natürlich haben die Männer ein Stück weit die Pferde benutzen können, aber trotzdem ist es ein hartes Stück Arbeit. Wir haben heute alle ganz gut geschnauft, um hierher zu kommen. Und ich bin jetzt nicht nur zufrieden, sondern recht ruhig, weil ich festgestellt habe, wie Humboldt damals gestiegen ist, wie weit er gekommen ist. Und so ist diese bergsteigerische Leistung von 1802 erst richtig einzustufen. Er hat den idealen Weg genommen, wenn man es von Calpe aus sieht, von Süd-Süd-Ost. Der einzig brauchbare Weg, den auch ich heute wählen würde, wenn ich völlig naiv, das heißt unbelastet, ohne Führen, die es schon in den Beschreibungen gäbe, mich diesem Berg nähern würde. Auch wir kehren um, steigen ab und heben uns den Gipfel für später auf. Kurz danach eine unverhoffte Begegnung in der großen Einsamkeit. Eine Herde von Eseln kommt die steilen Grate und Hänge herab. Sie haben es eilig. Nicht nur, weil sie an diesem Tag noch einen Weg von rund 40 Kilometern zurücklegen müssen, sondern auch, weil sie eine außergewöhnliche Last tragen, die schnell dahinschmilzt. Also die Geschichte mit diesen Eseln ist für die Humboldt-Geschichte von großem Interesse. Denn Humboldt schreibt, er sei von Calpe aus
einen Weg gegangen, den ihm auch die Einheimischen empfohlen haben. Das heißt, der ausgetreten war. Und das war vermutlich, das erwähnt Humboldt allerdings nicht, der Weg, auf dem seit Jahrhunderten, schon in vorkolumbianischer Zeit, das Eis aus dem Chimborazo geholt wurde. Und das ist etwas Heiliges, würde ich sagen. Das wird heute noch geholt und unten in Riobamba verkauft. Es ist ja ein Anachronismus, dass man 1992 Eis vom Gletscher holt, vom Toteisgletscher ausgräbt, auf Esel verlädt, in Gras eingepackt. Die Hälfte geht auf den Weg, tropfend verloren, wenn man das Eis viel billiger herstellen könnte. Aber dieses Eis hier ist viel wertvoller, weil es eben ein Teil des Berges ist, ein Teil des Heiligtums Chimborazo ist, auch heute noch für die Christen. Und das wächst ja nach, das ist nicht verloren, wenn man es einmal abgeholt hat. Anders wäre es mit Fels, mit Steinen. Und das wird zweimal in der Woche heute noch geholt. Und ich bin überzeugt davon, Humboldt ging diese Straße bis die Südwestseite. Also das wäre falsch. Er könnte sich allerdings in der Richtung auch vertan haben. Aber das glaube ich weniger, weil er doch ein guter Geograf war. Er hat Süd-Südost angegeben, ne? Süd-Südost. Und das wäre genau von hier zum Gipfel wäre Süd-Südost. Das müssten wir nur von hier, und das ist das Schwierigste, den richtigen Grat finden, der zum Gipfel weist und der auch diese paar markanten Punkte noch aufweist, wie diese Basaltfelsen, die ihm die Richtung gegeben haben und dann natürlich auch den Umkehrpunkt. Das heißt, und diese wo die Schlucht ist, wo umgekehrt wir sind sogar... Ah ja, man sieht ein bisschen, aber nicht genug. Ja, vielleicht ist ein bisschen auf die Mitte auf die Wimpertal. So diesen. Und ich vermute auch, es muss eine Route sein, wo er von unten ohne viel Spalten und ohne viel Serax vermutet hat, dass er hochkäme. Ja. Über diesen Teil wäre er nie hochgekommen, weil es ist alles Spalten und Serax. Und so viel hätte er schon gesehen, dass das nicht geht. Die weiten Täler zwischen Riobamba und dem Chimborazo wurden einst durch große Seen in mehreren Stufen gebildet. Von hier aus konnten wir die ganze Strecke überblicken. Auch der Erstbesteiger des Chimborazo von 1880, der Engländer Edward Whymper, der 1865 schon als erster das Matterhorn bestiegen hatte, konnte die alte Humboldt-Route nicht finden. Wir fanden sie und kehrten nun nach Calpi zurück, um von dort aus Humboldts Chimborazo-Weg in einem Zug nachzugehen. Am 22. Juni 1802 reiten Humboldt und seine Gefährten in Calpi ein. Sie werden feierlich empfangen. Triumphbögen schmücken die Straße. Die neue Kirche von Calpi. Rechts vorm Hauptportal eine Gedenktafel aus Marmor. Viele berühmte Personen besuchen die Pfarrei Santiago de Calpi in den 2 Jahrhunderten nach Humboldt. Der nächste Gast nach ihm, der Befreier Lateinamerikas, Simon Bolívar. Das große Erdbeben von 1797 hatte auch Calpi zerstört. Die alte Kirche wurde danach nie wieder richtig instand gesetzt. Sie zerfällt. Es ist der 23. Juni 1802. Humboldt und seine Begleiter reiten von Calpi aus in Richtung Chimborazo. Das Wetter an diesem Tag war für die Reisenden nicht so freundlich wie für uns. Der Tag war düster und neblig. Wir sahen den Gipfel nur gelegentlich. In der Nacht zuvor hatte es gründlich geschneit. Auf 4050 Meter liegt die kleine Lagune von Yanacocha, ein kreisrundes Becken. Hier stieg ich vom Maultier und wir marschierten 4,5 Stunden im Schnee. Die Indios blieben auf nahezu 5000 Metern schließlich auch zurück. Sie versicherten, vor Atemnot sterben zu müssen. Der Chimborazo und der rauchende Kegel des Cotopaxi bestimmen Humboldts berühmtes Naturgemälde. Das Bild ist der Wirklichkeit nachempfunden und diente naturwissenschaftlichen Zwecken. Humboldt hat hier die Klimazonen und die Vegetation im Gebiet des Chimborazo dargestellt. Eine großartige Zusammenschau der verschiedensten Naturphänomene.
Wir werden auf den Spuren von Humboldt uns dem Chimborazo nähern. Mich interessiert weniger der Naturwissenschaftler, der alles genau vermessen hat und aufgezeichnet hat und katalogisiert hat, sondern auch der Abenteurer, der versucht hat, den Chimborazo zu besteigen, immerhin ein 6300 Meter hoher Berg. Und auf dieser Reise möchte ich nachvollziehen, wo genau die Humboldt-Gruppe gestiegen ist, wie hoch genau sie gekommen ist. Es wäre eine bergsteigerische Sensation und als solches wurde sie auch gewertet, als Humboldt 1802 bereits in Gipfelnähe des Chimborazo kam. Am Chimborazo, glaube ich, gleichen sich unsere Motivationen. Am Chimborazo war Humboldt nicht mehr ein Forscher, sondern ein neugieriger Abenteurer. Er hat die Instrumente zwar zum Teil mitgenommen, aber er hat seine Forschungsaufgabe fast vergessen und wurde ein ehrgeiziger junger Bub, der da hinaufsteigen wollte, der die höchste Höhe erreichen wollte. Ähnlich wie wir es auch machen. Das dürfte die Umkehrstelle von Humboldt sein. Oder es ist noch ein bisschen tiefer. Ganz eindeutig eine Art Schlucht zwischen zwei Steinmühlen geben Zeugnis davon. 1968 begann man hier mit Ausgrabungen. Aber nicht erst die Inkas bauten an diesem Platz. 2000 Jahre zuvor gab es hier schon ein Mondheiligtum der Kanyari-Kultur mit Opferstein, Säulen und ausgemauerten Vorratsgruben. Priester zelebrierten hier ihre geheimnisvollen Riten. Diesen alten Kanyari-Kult löste der Sonnenkult der Inkas ab. Auch eine Eroberung durch fremde Herren, noch vor den Spaniern, die dann das Gold der Inkas raubten. Vom Wohnhaus der 17 Sonnenjungfrauen geht der Weg an mörtellos haargenau verfugten Steinblöcken entlang, hinauf zum Haus des Inka. Die Festung ist ein umfängliches Oval aus großen Quadern, im Innern mit Erde aufgefüllt. Eine Treppe führt auf das Plateau des Ovals, aus dem sich malerisch das Haus des Inka erhebt. Von der Hochfläche des Bauwerks geht ein faszinierender Blick auf das gesamte Areal und auf die Landschaft in der Umgebung. Inka Pirca liegt 3200 Meter hoch. Das Haus des Inka. Seine Wohnung und der Ort Jahre, bevor die Spanier kamen, wurde Inka Pirca als Kultzentrum errichtet.
Die Felder für die Opferfrüchte, die Magazine, die alten Steinmühlen geben Zeugnis davon. 1968 begann man hier mit Ausgrabungen. Aber nicht erst die Inkas bauten an diesem Platz. 2000 Jahre zuvor gab es hier schon ein Mondheiligtum der Kanyari-Kultur mit Opferstein, Säulen und ausgemauerten Vorratsgruben. Priester zelebrierten hier ihre geheimnisvollen Riten. Diesen alten Kanyari-Kult löste der Sonnenkult der Inkas ab. Auch eine Eroberung durch fremde Herren, noch vor den Spaniern, die dann das Gold der Inkas raubten. Vom Wohnhaus der 17 Sonnenjungfrauen geht der Weg an mörtellos haargenau verfugten Steinblöcken entlang, hinauf zum Haus des Inka. Die Festung ist ein umfängliches Oval aus großen Quadern, im Innern mit Erde aufgefüllt. Eine Treppe führt auf das Plateau des Ovals, aus dem sich malerisch das Haus des Inka erhebt. Von der Hochfläche des Bauwerks geht ein faszinierender Blick auf das gesamte Areal und auf die Landschaft in der Umgebung. Inka Pirca liegt 3200 Meter hoch. Asuntos. Hier betritt er den Boden der klassischen peruanischen Architektur. Die Reisegruppe zieht entlang des alten Inka-Weges. Auf dieser Straße konnten Stafettenläufer Botschaften aus dem Süden, aus Cusco bis nach Quito über eine Entfernung von rund 2000 Kilometern in wenigen Tagen übermitteln. Man ist voller Staunen über diesen ausgedehnten Straßenbau in einem Reich, dessen Bewohner nicht einmal das Lama bestiegen und wo die großen Herren sich in Sänften tragen ließen. Es hat diese Straße wirklich gegeben. Wir sind ihren Resten bis nach Cajamarca gefolgt. Sie ist die Heerstraße des Inka gewesen. Über sie kam und ging er. Die Überlieferung berichtet von Inka-Burgen und Herbergen in bestimmten Abständen. In über 4200 Metern Höhe führt dieser Teil der Inka-Straße über den Paramo von Azuay. Eine ziemlich düstere Gegend, sumpfige Böden, einsam, fast menschenleer, von Wind und Wolken zerzaust. Wir kamen selbst nur mit Mühe voran. Von hier aus geht es rund 1000 Meter hinab nach Inka Pirca, der am besten erhaltenen Ruinenstadt der Inkas in Ecuador. Inka Pirca, zu Deutsch Mauer des Inka, hat Humboldt intensiv beschäftigt. Er hat den Bau vermessen und gezeichnet. Neunzig Jahre bevor die Spanier kamen, wurde Inka Pirca als Kultzentrum errichtet.
Die Felder für die Opferfrüchte, die Magazine, die alten Steinmühlen geben Zeugnis davon. 1968 begann man hier mit Ausgrabungen. Aber nicht erst die Inkas bauten an diesem Platz. 2000 Jahre zuvor gab es hier schon ein Mondheiligtum der Kanyari-Kultur mit Opferstein, Säulen und ausgemauerten Vorratsgruben. Priester zelebrierten hier ihre geheimnisvollen Riten. Zeit und Ewigkeit. Schöpfungsmorgen. Zwischen Nacht und Tag. Die Gipfel 5000 Meter hoher Berge über dem Wolkenmeer. Unter Eis und Schnee ewiges Feuer. Ecuador. Der 33-jährige Alexander von Humboldt war auf dem Weg zum Höhepunkt seiner großen Reise durch Südamerika. Und er sah solche Bilder. Am 23. Juni 1802 notiert er in seinem Tagebuch: Heute nahmen wir den Chimborazo in Angriff. Er galt zu dieser Zeit als der höchste Berg der Welt. Der Himalaya war noch nicht entdeckt. Freude Humboldt gehabt hätte, vor 190 Jahren hier am Gipfel des Chimborazo zu stehen, das wäre vermutlich unbeschreiblich. Ich hätte ihm ein besseres Wetter, weniger Sturm gewünscht wie wir, aber beim besten Willen vor 190 Jahren hätte niemand auf den Chimborazo steigen können, auch nicht beim besten Wetter. Über San Francisco de Quito bricht der Abend herein. Die Hauptstadt Ecuadors, älteste Metropole Südamerikas, spannt sich wie ein Netz über ein enges Hochtal in 3000 Metern Höhe, umgeben von Vulkanen. Das Flugzeug, das über die Stadt hereinschwebt, kommt aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Flugzeit etwa 1,5 Stunden. Als Alexander von Humboldt am 6. Januar 1802 ebenfalls von Bogotá kommend Quito erreicht, hat er eine lange und gefährliche Reise hinter sich. Nachdem wir 2 Monate hindurch Tag und Nacht von Regengüssen durchnässt worden waren und weil plötzlich bei einem Erdbeben das Wasser stieg, kamen wir in Quito an. Das alte koloniale Quito hat sich seit der Zeit Humboldts nicht viel verändert. Die Stadt war mehrfach großen Erdbeben ausgesetzt, zuletzt noch vor Humboldts Ankunft 1797. Der Naturforscher Alexander von Humboldt, geboren 1769, war eine Ausnahmeerscheinung. Das Bild zeigt ihn im Alter von 35 Jahren. In der Urwaldhütte am Orinoco, hier mit seinem Gefährten Bonpland, war er genauso zu Hause wie in den Hochtälern der Anden. Dieses Porträt entstand kurz vor seinem Tod im Alter von 90 Jahren. Er wollte, dass der Chimborazo auf das Bild kam. Offenbar überstrahlte der Berg wie ein magisches Feuer sein ganzes Leben. Humboldt ist ein sensibler und kritischer Beobachter der politischen Verhältnisse. Die Unterdrückung der indianischen Urbevölkerung seit der Eroberung Lateinamerikas durch die Spanier im Jahre 1492 nimmt er genau wahr.
In seinen Reisetagebüchern und Schriften kommt er immer wieder darauf zu sprechen. Während wir in Quito die Spur Alexander von Humboldts aufnehmen, ist gerade der große Indianermarsch aus verschiedenen Teilen des Landes angekommen. Er will die Regierung an die Rechte der Ureinwohner erinnern. Humboldt wird in der Frage der Menschenrechte heute in Lateinamerika neu entdeckt. Er romantisiert die Indianer nicht, macht sie nicht zu guten Wilden. Vielmehr forscht er nach den Wurzeln ihrer Kulturen und fordert, dass sie unangetastet bleiben. Damit hat er eine neue Sicht der Geschichte Amerikas begründet. Er hat weit in die Zukunft hineingedacht und dabei gleichzeitig ein deutliches Urteil über die europäische Vergangenheit in Lateinamerika gesprochen. Mond- und Venusberge. Wann werden wir diese Reise unternehmen? Unsere Kultur, das heißt das Gemisch unserer Laster und Vorurteile über andere Planeten verbreiten und sie veröden, wie Europäer beide Indien entvölkert und verheert haben. Von Indianerhand an die Wand der Kathedrale gesprüht. 500 Jahre Widerstand. So fühlen wir uns heute, steht unter diesem Skelett. Humboldt bleibt ein halbes Jahr in Quito. Er beobachtet aufmerksam das Leben auf den Plätzen und Straßen, macht sich Notizen, die auch heute noch nicht veraltet sind. Von der Jesuitenkirche, der Compania, schaut Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, herab. Die Fassade kommt bei Humboldt nicht gut weg. Die geschraubten Säulen, typisch für den Mestizenbarock, empfindet er als verunstaltet. Über die Jesuiten schreibt er in seinen Notizen zu Quito,